Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal so einen kleinen Girls Talk. Mir schreiben nämlich super viele in letzter Zeit, dass sie Beziehungsprobleme haben und was für Tipps ich so habe und so weiter. Und deswegen dachte ich mir, mache ich einfach mal ein Video über das ganze Thema Liebe, Beziehung, Liebeskummer und. Ich habe euch dafür auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen an mich habt. Es sind so, so viele Fragen geworden und ich würde am liebsten alle davon beantworten. Und deswegen ist meine Frage an euch jetzt, habt ihr Lust, dass ich davon einfach noch einen zweiten Teil drehe, in dem ich dann wieder Fragen beantworte? Ich werde hier irgendwo eine Umfrage einblenden, dann könnt ihr da gerne mal abstimmen. Ich würde nämlich einfach gerne so viele Fragen wie möglich dazu beantworten und deswegen dachte ich mir, kann man ja auch eigentlich zwei Teile draus machen. Das heißt auch, falls ihr noch eine Frage habt, stellt die mir gerne auf unter meinem letzten Instagram-Bild. Dann werde ich die vielleicht auch in meinem nächsten Video beantworten. Und ja, dann würde ich sagen, ich rede gar nicht mehr lange drum rum. Wir legen los und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Die erste Frage ist, ob ich persönlich glaube, dass es diese erste große Liebe für jeden gibt und dass bei jedem die erste Liebe einfach im Herzen bleibt. Ich kann dann nur für mich selber sprechen. Also für mich ist meine erste große Liebe die erste große Liebe gewesen. Ich werde die Person immer in meinem Herzen tragen und ich werde immer wieder an diese Zeit denken. Ich hatte meine erste große Liebe, glaube ich, in der 8. und das ging dann, glaube ich, 3 oder 4 Jahre lang so. Also ich war so lange in diese Person verliebt und es war einfach, ich hatte danach nie wieder dieses Gefühl, wie das ich bei der Person hatte. Mein Bauch hat gekribbelt, ich war nervös, meine Hände wurden schwitzig, wenn ich bei der Person war. Ich hatte Angst vor der Person, irgendwas Falsches zu machen, einfach weil ich so verliebt war. Und dieses Gefühl hatte ich danach nie wieder und deswegen kann ich ehrlich sagen, dass das meine erste große Liebe war. Und ich persönlich muss auch sagen, dass diese Person immer in meinem Herzen bleiben wird und dass ich immer einen Platz für diese Person in meinem Herzen habe. Aber es gibt auch ganz, ganz viele in meinem Freundeskreis, die sagen, ihre erste Liebe war gar nicht diese erste große Liebe, wie man sie sich jetzt vorstellt. Man stellt sich die erste große Liebe als etwas so Riesiges und so Überwältigendes vor, aber ich glaube nicht, dass es das für jeden gibt. Und ich glaube auch nicht, beziehungsweise ich glaube nicht, dass die erste Liebe die erste große Liebe sein muss. Ich finde, es kann auch die dritte Liebe, die man so findet, da kann es dann plötzlich so Klick machen und es kann einfach alles anders sein und das kann die erste große Liebe dann wirklich sein. Ich glaube nämlich nicht dran, dass die erste große Liebe wirklich die erste Liebe sein muss. Aber ja, bei mir war es so, dass meine erste wirkliche Liebe meine erste große Liebe war. Dann kam die Frage, ob nach einer Beziehung eine Freundschaft wirklich noch möglich ist. Ich muss persönlich sagen, David und ich sind ja auch noch miteinander befreundet und bei uns klappt das super. Also wir sind einfach gute Freunde noch und jedem, dem wir das erzählen, dass wir mal zusammen waren, die sagen, hey, das geht doch gar nicht, dass ihr jetzt dann noch so gut befreundet seid. Ich glaube schon, dass es geht. Ich meine, ich habe es selber erlebt, aber ich glaube, dass das ganz, ganz selten vorkommt. Ich glaube, um danach noch befreundet zu sein, müssen einfach die Fronten komplett geklärt sein. Es darf keiner mehr für den anderen Gefühle haben und man muss sich einfach sicher dabei sein, dass da auch nie wieder was draus wird, weil sonst kann so eine Freundschaft ganz schnell wieder in eine falsche Richtung laufen. Und ich glaube, bei den meisten funktioniert sowas auch nicht, gerade wenn auch in der Beziehung viel schief gelaufen ist von wegen Betrügen oder Belügen oder sonst was, dann kann man meiner Meinung nach danach nicht mehr miteinander befreundet sein. Aber wenn die Fronten geklärt sind und die Beziehung größtenteils schön war und nicht solche krassen Sachen vorgefallen sind, dann glaube ich persönlich schon dran, dass man noch mit der Person befreundet sein kann. Aber das muss jeder für sich selber wissen, ob man überhaupt noch mit dem Ex-Partner befreundet sein möchte oder nicht. Da kann ich euch leider gar keine Tipps dazu geben. Dann kam auch ganz, ganz oft die Frage, wie man mit Liebeskummer umgeht. Und vorab, ich finde, Liebeskummer ist das schlimmste Gefühl, was Menschen durchstehen müssen. Jedes Mal, wenn ich Liebeskummer hatte, ich hatte das Gefühl, ich muss sterben. Ich hatte das Gefühl, die Welt geht unter. Mein Leben hat keinen Sinn mehr ohne diese Liebe. Ich finde, Liebeskummer tut einfach richtig weh. Und das muss man sich auch erstmal klar machen, dass es okay ist, wenn Liebeskummer wehtut, weil es jedem wehtut und dass es jedem schlecht geht, wenn man Liebeskummer hat. Ich persönlich versinke dann erstmal so die ersten 2 bis 3 Tage im Selbstmitleid, beziehungsweise einfach in dieser Trauer, in diesem Schmerz und heule den ganzen Tag von vorne bis hinten. Ich esse entweder gar nichts oder nur Scheiße. Also dann
finde ich es auch nicht schlimm, wenn man sich mal mega viel Eis oder Süßigkeiten oder sonst was reinhaut. Weil in den ersten 2 bis 3 Tagen nach so einer Trennung oder allgemein, wenn man einfach Liebeskummer hat, finde ich, sollte man einfach das machen, wie man sich momentan fühlt, also wonach man sich fühlt. Und wenn man Lust hat, eine ganze Eispackung zu verdrücken, dann mache ich das auch. Und wenn ich Lust habe, einfach mal ein paar Tage lang weniger zu essen, weil ich keinen Appetit habe, dann mache ich das auch. Aber nach 3 Tagen oder spätestens nach einer Woche muss man, persönlich finde ich, einfach wieder den Weg zurück ins Leben finden. Ab dem Zeitpunkt bin ich dann immer so, okay, genug getrauert, genug geweint, genug im Bett gelegen und dich selbst bemitleidet. Ich gehe jetzt raus, ich mache was mit meinen Freunden, ich lenke mich ab und ich versuche wieder am Leben teilzunehmen. Ich versuche dann immer, ich mache mir, wenn ich Liebeskummer habe oder allgemein nach einer Trennung, versuche ich mich immer sehr auf mich zu konzentrieren. Also ich ziehe mich schön an, damit ich mich schön fühle, ich schminke mich schön, ich mache meine Haare schön, damit ich in den Spiegel schauen kann und mir denken kann, wow, du bist doch eigentlich so ein hübsches Mädel. Und wenn er das nicht sieht und wenn das zwischen euch einfach nicht klappt, bin so hübsch, ich habe noch so viele Möglichkeiten in meinem Leben und ich bin noch so jung. Das klingt zwar blöd, aber ich finde, das ist das Beste, was man dann machen kann. Einfach irgendwas machen, damit man sich selber wieder so ein bisschen pusht in seinem Selbstbewusstsein auch. Weil ich finde, eine Trennung oder Liebeskummer kann einen in seinem Selbstbewusstsein auch sehr stauchen. Also, falls ihr Liebeskummer habt, gar kein Problem. Die ersten paar Tage, lasst euch einfach gehen, das gehört dazu. Aber irgendwann sollte man wieder diesen Punkt finden, wo man zurück ins Leben geht und ja, wieder sich selber zeigt, was für ein toller Mensch man eigentlich ist und was für ein liebenswerter Mensch man ist und dass es noch so viele andere Jungs oder Mädels oder was auch immer da draußen gibt, dass man nicht einer Person so sehr hinterher trauen sollte. Dann eine coole Frage und zwar, wie stehst du zu Frauen oder Mädchen, die immer einen Partner brauchen, um sich vollständig zu fühlen? Hast du solche in deinem Umfeld? Ich muss persönlich sagen, dass ich mich selber immer für so eine Person gehalten habe, also für eine Person, die eine Beziehung in ihrem Leben braucht, um sich vollständig zu fühlen. Weil jedes Mal, wenn bei mir eine Beziehung oder eine Liebe auch zu Ende gegangen ist, habe ich sofort daran gedacht, wieder eine neue Beziehung aufzunehmen und wieder vergeben zu sein. Nach meiner letzten Trennung dachte ich mir dann so, okay, Samira, nein, nein, du musst dich in nichts jetzt reindrängen. Lass es langsam angehen, du brauchst niemanden, warum genießt du nicht deine eigene Erscheinung und dein mich selber? Warum muss ich mir dieses Glück oder diese Bestätigung bei jemand anderem holen? Warum muss ich mir meine Vollständigkeit bei jemand anderem holen? Ich meine, ich bin die einzige Person, die mich vollständig machen kann und ich bin die einzige Person, die mich bis zum Ende meines Lebens begleiten wird. Dadurch habe ich einfach gelernt, alleine sein zu können. Ich glaube, dass es vielen Menschen sehr schwer fällt, alleine zu sein, gerade wenn man länger in einer Beziehung war und es gewohnt ist, in einer Beziehung zu sein. Aber ich persönlich muss sagen, dass man mit jedem Tag dieses Alleine sein mehr für sich entdeckt und sich selber einfach mehr entdeckt, was man gerne mag, wer man wirklich ist. Und deswegen, ich verstehe solche Leute, klar, die sagen, sie brauchen einen Partner, aber ich finde, genau die Leute sollten sich einfach mal mit sich selber beschäftigen und sich fragen, okay, warum brauche ich diese Bestätigung? Warum kann ich mir diese Bestätigung anscheinend nicht selber geben? Weil im Endeffekt bringt das nicht, von der einen Beziehung in die nächste zu hüpfen. Da wirst du nicht glücklich und da findest du auch nicht den Partner deines Lebens, meiner Meinung nach. Und ihr braucht keinen Partner, um Bestätigung zu haben, weil ihr so toll seid, wie ihr seid. Ihr braucht da niemanden, der euch das sagt oder euch dieses Gefühl gibt, weil ihr seid die Einzigen, die euch das Gefühl selber geben können. Und deswegen, ja. Wie reagierst du, wenn deine Freunde deine Beziehung schlecht reden? Das, finde ich, ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil ich das selber auch schon öfter erlebt habe. Auf der einen Seite denke ich mir immer, deine Freunde wollen nur das Beste für dich und wenn deine Freunde sagen, hey, der ist aber so und so und ich mag den nicht, weil er so und so ist, dann hat das meistens einen Hintergrund. Dann wollen die Leute oder die Freunde dich eigentlich meistens eher schützen, anstatt dich runterzuziehen. Klar, es gibt auch viele falsche Freunde, die einfach vielleicht eifersüchtig sind oder neidisch sind, dass sie sowas nicht haben und ihnen deswegen schlecht reden wollen. Da muss man immer so ein bisschen differenzieren. Also ich würde mir niemals von bekannten Freunden etwas über meine Beziehung sagen lassen oder das näher an mich rankommen lassen. Aber wenn meine beste Freundin etwas über meinen Partner sagt und sie sagt, ich meine das nicht böse, ich will dir das nur sagen, weil ich deine beste Freundin bin und weil ich ehrlich sein will, dann finde ich, sollte man sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen, was die beste Freundin gesagt hat.
Ich finde aber trotzdem nicht, dass die Meinung der Freunde Einfluss darauf haben sollte, ob du jetzt mit einer Person zusammen bist oder nicht. Solange du mit der Person glücklich bist und dir denkst, für mich ist das aber nicht so, würde ich trotzdem mit der Person zusammen sein. Falls deine Freunde dir aber so etwas sagen und du merkst, okay, das stimmt irgendwie schon, dann würde ich mir Gedanken machen. Dann die Frage, glaubst du, man kann sich Liebe einbilden? Ja, ich glaube definitiv daran, dass man sich Liebe einbilden kann. Gerade wenn man sich sehr alleine fühlt und sehr einsam ist, kann es sein, dass man sich in Menschen verliebt und im Nachhinein feststellt, dass die Person toll ist und dass man die Person mag, aber dass da keine echten Gefühle dahinter stecken. Sowas ist immer blöd für die Person, die dann quasi stehen gelassen wird, weil man sie nicht richtig liebt. Aber ich glaube, dass vor allem viele Mädels sich gerne einreden, dass sie jemanden lieben, einfach weil sie denken, ach, der ist so nett und der behandelt mich so gut und der will das Beste für mich nur. Und da glaube ich, dass ganz, ganz viele Mädels sich schon oft verliebt haben, ohne wirklich verliebt zu sein. Ich kann mich da selber leider nicht ausschließen. Es kommt immer mal vor, dass man denkt, boah, der Typ ist total toll, ich bin jetzt verliebt. Aber ist es eigentlich gar nicht, sondern diese Einsamkeit treibt einen, glaube ich, oft auch in Beziehungen oder Liebe rein, die gar nicht das Wahre für einen sind, sondern man denkt, der Körper denkt sich dann halt irgendwie, oder der Kopf, das Herz, dass man eine Person mag, obwohl es eigentlich gar nicht so ist, weil man denkt, dass das das Wahre ist, dass das eine tolle Beziehung ist oder keine Ahnung was. Also ich glaube definitiv daran, dass man sich verlieben kann, auch wenn man eigentlich gar nicht richtig verliebt ist. Und dann die letzte Frage, glaubst du, dass man in einem solchen Alter schon die Liebe seines Lebens finden kann? Also die Liebe, mit der man für immer zusammenbleibt. Ich bin ja jetzt schon 20 Jahre alt, ich glaube aber, dass es eher an die jüngeren Leute gerichtet ist, also so 16, 17 vielleicht. Ich habe Leute in meinem Freundeskreis, die schon seit 6 Jahren, schon seitdem sie 15 oder 16 sind, mit ihrem Partner zusammen sind. Und ich kann mir diese Menschen nicht mehr ohne einander vorstellen, weil sie einfach immer noch so glücklich sind und so eine Zufriedenheit mit dieser Beziehung ausstrahlen. Und deswegen, ja, ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, dass man in dem Alter schon eine Person fürs Leben kennenlernen kann. Ich glaube, es ist unwahrscheinlicher, eine Person in dem Alter kennenzulernen, als wenn man jetzt 25 ist, einfach weil man da auch schon etwas reifer ist und einfach schon ein bisschen mehr an die Zukunft denkt. Also ich persönlich glaube, wie gesagt, dass man auch in einem jungen Alter schon einen Partner fürs Leben finden kann. Es kommt zwar meiner Meinung nach nicht so oft vor, aber wenn es klappt, dann finde ich, ist es umso schöner. Und das war es jetzt auch schon von meinem Video. Wie gesagt, nehmt gerne bei der Abstimmung teil, ob ihr noch einen zweiten Teil dazu möchtet, weil ich ganz, ganz viele Fragen noch nicht beantwortet habe. Und falls euch das interessiert, würde ich das natürlich gerne noch machen. Und ansonsten hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und euch hat das Video gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!